Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi. Und wir spielen heute weiterhin Mad TV. Das Ganze hier mal ein bisschen die Geschwindigkeit hochfahren. Wir sind am fünften Tag und wollen uns heute mal so ein bisschen Geld zusammensparen, um morgen ein neues Sendegebiet zu kaufen und endlich mal noch ein paar mehr Zuschauer zu generieren, als wir es im Moment schon tun und wirklich ein paar Werbespots zu bringen, die uns auch die richtig fette Kohle einbringen. Heute sind wir mit 1 Million noch zufrieden, wenn das bis 0 Uhr so durchläuft. Ist das okay? Und dann soll uns das genügen. Nachrichten gibt es keine neuen, aber ich glaube, brauchen wir auch nicht unbedingt. Das sollte hier wirklich so passen und ziemlich locker zu schaffen sein. Was soll der Film? Eine Satire über eine Karibikinsel, auf der bei Ölbohrungen Mineralwasser gefunden wird. Aha. Naja, ich kenne ihn nicht. Französischer Film von 1985 ist an mir vorbeigegangen, gebe ich ehrlich zu. Dagegen Flatliners kenne ich, habe ich ja in der letzten Folge schon was zugesagt. Cooler Film. Wer ihn noch nicht kennt, ruhig angucken. So, Super Forni läuft gut. Nachrichten auch ganz gut. 2 Millionen, 23%. Damit liegen wir wieder vorne. Das gibt einen Imagegewinn. Also heute der Tag läuft insgesamt wirklich gut hier. Sehr, sehr gut. Fünfmal das beste Programm gehabt. Fünfmal gestiegen. Wasser können wir verkaufen, Psycho können wir verkaufen, da gibt es morgen wieder ein bisschen Geld. Ja, das wird gut. Es reicht auf jeden Fall morgen für ein Sendegebiet. Super Forni und Hoffmann machen wir heute alle. Partners werden wir morgen alle machen. Und Bike Shop brauchen wir nicht alle machen, denn Bike Shop ist top. Und auch ihre Werbekonditionen sind einfach mal top. So, 23 Uhr. Jetzt beginnt Flatliners. Knappes Ding, knappes Ding. 1,2 Millionen. Schauen zu. Aber immer noch vorne mit 14% und immer noch ein Imagegewinn. Mann, 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 dieser Tag war wirklich sehr erfolgreich. Endlich auch kein Terrorist, der sich bei uns in der Tür geirrt hat und uns irgendwelche Filme weggeknallt hat, wie in einer der letzten Folgen oder irgendein Senderausfall, weil wir nicht rechtzeitig zurück waren und hier vergessen haben, den Film zu platzieren. Nein, wunderbar. Der Tag lief wirklich gut und wir können zufrieden sein. Schön, ja. Ich würde sagen, schon allein, um vielleicht noch um 0 Uhr auch nochmal im Image bisschen zu steigern. Ah. Wäre es gut gewesen, noch ein paar Nachrichten zu bringen. Hat nicht sollen sein. Super Forni fertig. 276.000 auf dem Konto. Kredit haben wir natürlich auch noch. Von Mr. Rafa. Der kostet nämlich auch Zinsen. 1,1 Millionen. Ja, ist egal. Wir machen jetzt da Hoffmann leer. Kassieren die 35.000 und sind zufrieden, würde ich sagen. Das passt schon. So, einmal gucken. Sendergebühr, Nachrichtenkosten. Gut, wir haben heute Nachrichten gekauft für die Kosten, aber laufende Kosten. Zinsen, glaube ich, hat man aber auch noch hier für den Kredit. Wir haben ja 200.000 Kredit von unserem Chef auch noch, von Mr. Raffa. Der hat uns Kredit gegeben hier und der hat natürlich ordentliche Zinsen. Boah, sind alle ordentlich ausgezutscht, die Filme. Ordentlich an Aktualität verloren. Die werden morgen verkauft. Aber wir haben 311.000 auf dem Konto. Tja. Können wir uns auf jeden Fall morgen mal ein fettes Sendegebiet kaufen. Und
Man kann auch noch mal Kredit nachholen beim Chef. Vielleicht sollten wir das auch machen. Okay, wir hätten auf jeden Fall die 250.000 für ein Sendegebiet. Oder für einen neuen Satelliten. Da sind Sie ja endlich, Lömi. Wurde auch Zeit. Sie haben den Semi nicht geholt. Was fällt Ihnen ein? Kümmern Sie sich besser um Ihren Job, Lömi. Sonst fliegen Sie. Worauf warten Sie noch? Fangen Sie an. Und da ich wieder verpenne, dass der Semi für die besten News vergeben wurde und den Semi wieder nicht geholt. Das ist natürlich schlecht. Das ist ja schlecht gelaunt und ihn dann nach Geld zu fragen. Bah, ich glaube lieber nicht. Aber wir sind auch nicht auf sein Geld angewiesen. Wir können das mal auch ganz alleine schaffen. Na? Wir sind nämlich schon groß und wir sind unabhängig. Und auf den Mr. Raffa, auf den scheißen wir auch. So, das muss einfach mal gesagt werden. Jeden Tag wird man hier angepöbelt, kommt gut gelaunt zur Arbeit und geht da beim Chef rein und dann schnöselt der einen voll. Hat wohl nichts von motivierenden Führen gehört oder was? Auf Weiterbildung gehen. Wirklich wahr. So. Einmal gucken, dass wir hier einen schönen Film. Oh, Miss Daisy und ihr Chauffeur. 105.000. Den nehmen wir mit. Freunde, den nehmen wir mit. Ah, Dritte Reich will keiner, ist auch jetzt. Bah, nee. Die 476 Millionste Doku übers Dritte Reich. Nein, da schließe ich mich nicht an. Bringen wir nicht. Stattdessen bringen wir hier einen schönen. Was ist hier? Den Sammy für die besten News erhält Brian. Für Ihre Teilnahme vielen Dank. Na toll. Das dürfte ihm eigentlich auch einen Imagegewinn gebracht haben. Ja. Wie sieht's aus? Gestern, aber gestern haben wir schon 7-mal. Also jedes Mal die besten Programme. Das ist gut. So. Love Story wollten wir hier bringen. Miss Daisy und ihr Chauffeur. Zack. Dann würde ich sagen, hier bringen wir noch einen schönen 2-Stunden-Film. Und abends bringen wir. Oh, um vielleicht noch einen Liebesbrief von Betty zu bekommen. Kultur heute. Und schließlich haben wir ja auch noch Bike Shop. Dafür reicht's. Für Kultur heute reicht's. Aber die Betty freut sich so, wenn man ihre Sendung bringt. Und so ein Liebesbrief ist auch nicht schlecht. So, wir könnten jetzt für 250.000, 9,8 Millionen, ja, ich glaube, so 9,9 Millionen. Ich weiß nicht, ob man 10 Millionen auch kriegt. Aber 9, oh doch, da waren 10. Ups. Das ist fummelig, fummelig, fummelig. Hier haben wir noch 10, 9,8. 9,8 ist gut für 52.000. Das passt. Das passt. Das ist schon mal sehr schön. Und da sollte Partners auf jeden Fall funktionieren. Ja. Und mit dem Geld, was wir jetzt gleich von Partners kriegen, können wir uns dann noch einen schönen Film kaufen, den wir ja heute noch bringen müssen. So, 3%. Keine Nachrichten gebracht. 5,6 Millionen. Eieieiei, das ändert natürlich vieles. Über 5 Millionen. Über 5 Millionen Zuschauer. Südafrika. Opposition fordert Rücktritt von de Klerk. De Klerk will im Amt bleiben. Kohl begrüßt dann Keil, dann Keil, Keil, Don, bah, nach Ankunft in Berlin. Boah, Helmut Kohl, na prima. So, ihr seht schon, ja, dem aufmerksamen Zuseher wird nicht entgangen sein, dass ich es verpatzt habe, die Werbung schon um 17 Uhr zu bringen, was sich aber nicht negativ auf unsere Einschaltquoten ausgewirkt hat. Es sind trotzdem noch mehr als genug. Aber wir stoßen in die Region von 5 Millionen vor. Das bedeutet neue Werbespots. Definitiv neue Werbespots. Irgendwas für 5 Millionen. Labaget geht immer. Komm, nehmen wir mit. Sonst gibt es hier nämlich auch nichts. Also Labaget ist schon mal gut.
Nix, nix. Na, dann nehmen wir hier 3 Spots in 4 Tagen, in 3 Tagen. Was haben wir hier? 165.000 gibt es dafür. Ja. Uran Light. 50 Kilo weniger in 2 Tagen mit der neuen Fusionsdiät. Sehr gut. 50 Kilo in 2 Tagen. Naja, ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Aber gut, hat sicherlich irgendwie mit Kernschmelze zu tun. Hier. 5 Millionen, 4 Spots in 3 Tagen, bitte keine Kultur. Kultur bringen wir ja erfahrungsgemäß eh nicht. 2 Spots in 2 Tagen, bitte Love Story. Oh ja. Oh ja, das ist mal eine schöne Sache, die sich wirklich lohnt, wenn wir denn hier eine schöne Love Story finden. Das ist ein Werbespot, der muss man quasi zweimal senden. Es müssen mindestens 5 Millionen Leute zugucken und es muss eine Love Story sein. Das Schöne ist, wir haben eine Love Story im Programm gerade. Und hier gibt es auch noch einen Arsch voll weitere Love Stories. Emanuel gibt es mal wieder. 6. Teil der Erotikfilmreihe. Ja, man kann abends auch mal so eine schöne Komödie bringen vielleicht. Ja, ich würde sagen... Beverly Hills Cop. Eddie Murphy löst den Fall auf jeden Fall. Von 1984 England. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich dachte, Eddie Murphy ist Ami. So, jetzt können wir uns das nämlich auch leisten. Und warten einmal kurz ab. Gehen schon mal in die Werbeagentur. Mit dem Mauszeiger auf BP. Und die Spannung steigt. Werden wir 5 Millionen haben? Werden wir 5 Millionen haben? Wird es für BP reichen? Werden wir heute das ganz große Geld mit BP scheffeln? 4. Nee. 2,4 Millionen. Boah, nee. Hm. Dann machen wir das anders. Wir holen uns das trotzdem. Der nächste Spot fehlt auch noch. Ist ja auch toll. 2,4 Millionen. Das sind ja nicht mal 2,5. Das reicht dann quasi nur für Labaget. Büro Brian. Ich habe immer noch keinen Schlüssel fürs Büro von Brian. So ein Ärger aber auch. Aber es gibt die Möglichkeit, wenn man nämlich ein paar Mal Kultur heute sendet, Bettys tolle Sendung, dann erhält man irgendwann den Schlüssel von Betty. Und damit kann man sich dann bei den Kontrahenten umsehen und dann tatsächlich auch bei dem ins Büro gehen. Man kann da nichts verändern, aber man kann sehen, was er so für Filme im Programm hat. Ganz wichtige, witzige Sache. Allerdings, wenn einer reinkommt, wird man erwischt und dann muss man Geld bezahlen. Ist auch nicht so toll. Also, 1 Million, bleibt ja nur Labaguette. Das ist ja enttäuschend, würde ich sagen. Das ist wirklich enttäuschend. Beverly Hills Cop. Vielleicht kommt jetzt noch der Durchbruch für Miss Daisy und ihr Chauffeur. Ich glaube, was auch wichtig ist, ist hier mal ein bisschen die Nachrichtenticker, die... Ja, die gönnen wir uns. 10.000, zack, und nochmal 10.000, zack. Vermischtes und Showbusiness. Und dann hoffen wir, dass da 20 Uhr nochmal ein paar Nachrichten sind, die wir da produzieren können, um hier das ein bisschen zu pushen. Weil, also einerseits haben wir hier Uran Light, also 2,5 Millionen sollten schon zugucken. Und Juicy Cat 5 Millionen und ja, BP, wir sorgen für Bewegung. Das passt sehr gut zu so einer Love Story und im Zweifel sonst auch zu Emanuel 6 oder irgendeine andere. Also jetzt gibt es auf jeden Fall nochmal Kohle. 40.000. Und dann schauen wir mal, ob vielleicht 20 Uhr Miss Daisy und ihr Chauffeur, ob da ein paar mehr Leute gucken. Auch ein schöner Film. Gelungener Film über schwarzen Chauffeur und weiße Lady. 9%, 9%, nicht so doll. 4,6 Millionen, es reicht nicht ganz, es reicht wirklich nicht ganz für Miss Daisy und ihren Chauffeur. Das bedeutet,
Nachrichten gibt's auch keine. Tja, also. Entweder wir holen noch eine Love Story und hoffen, dass die vielleicht ein bisschen mehr Leute vor den Fernseher lockt als Miss Daisy und ihr Chauffeur. Also zum Beispiel irgendein Sexfilm, Frühstück bei Tiffany. Boah, ist auch mehr so ein Liebesfilm. Ups. Was haben wir hier? Emanuel 6. Den nehmen wir uns auf jeden Fall schon mal mit. Und dann machen wir es einfach so, dass wir morgen noch ein Sendegebiet kaufen. Und dank dieses Sendegebiets wird Emanuel 6, und davon gehe ich wirklich aus, 5 Millionen haben. Ich hoffe, dass das so aufgeht, der Plan. Sonst wäre es natürlich enttäuschend. Sehr enttäuschend. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier Urang Light im Prinzip mal fertig. Und was haben wir noch? Sonst nichts, ne? Urang Light, Juicy Cat. Pah. Ja, ich. Müssen wir uns nochmal einen Spot holen. Boah, morgen kommt mal wieder schön Alienation. Ups. So. Und Emanuel 6 kommt hier oder ja, zum Beispiel. So. Gut, das hat gepasst. Urang Light 6, 7. 4,5 Millionen. Nee, es reicht nicht. Es reicht wirklich nicht. Aber es reicht zum Imagegewinn auf jeden Fall. Das ist schon mal klar. Hier sieht man auch die Statistik. Es steht hier schon eine 10. Schade. Wirklich schade. Okay, aber Urang Light funktioniert schon mal. Ja, BP ist Quatsch. Ist nämlich keine Love Story. Beverly Hills Cops. Beverly Hills Cop. Entschuldigung. Das heißt, ich fände es cool, wenn wir vielleicht noch Labaget einsacken könnten. Labaget wäre cool. Ja. Labaget wäre ganz gut. Oder vielleicht doch noch irgendeinen Spot für. Irgendein Werbespot, wo wir 2,5 Millionen brauchen. Mal gucken. Gehen wir einfach mal in die Werbeagentur von PP Perningham. 0, 0, 0. 2,5, 5. Bitte ein Spot, keine Kultur oder Show. Ja, nehmen wir schon mal mit. Das Labaget für Fortgeschrittene wird für heute wohl nicht reichen. Boah, super Furnier will ich nicht. Super Furnier. Furnier. Es gibt nichts Richtiges, ne? Nachrichten guckt irgendwie auch keiner mehr. Tja, fast die 5 Millionen reicht, aber leider nicht. Komödien gehen wirklich gut. Komödien gehen gut, liebe Leute. Das muss man so sagen. Aber 22 Uhr. Mann, Mann, Mann. Der Eddie Murphy sieht ein bisschen aus wie Charlie Chaplin, würde ich sagen. Aber guck mal, die Kleine hier freut sich. Jawohl, und der große Bruder haut sich die Chips rein, das Popcorn. Tipptopp. Ja. Was soll ich sagen? Labaget gibt's nicht. Vielleicht, wenn Ihmchen hier raus ist. Komm, rein hier. In diesem Raum ist schon jemand. Krrr. Ja, vielleicht hat der irgendwas genommen und jetzt ist Lavaguette dafür wieder drin. Nein. Wäre auch zu schön gewesen, aber wir hatten jetzt echt ein paar Tage hintereinander Glück mit Lavaguette. Von daher passt das schon, dass das jetzt nicht da war. Schade, 4,8 Millionen, ein bisschen mehr, dann wären es die 5 gewesen. Okay, Urang Light passt, Kultur heute ist Bike Shop okay. Ja, China Walk. Ja, ach so, Bike Shop haben wir schon. 2,5 Millionen, der ist alle.
Irgendwas mit 2,5 Millionen muss es doch geben. Also. Mal gucken, vielleicht gibt es jetzt die Hammer-Nachrichten, die uns nochmal über die 5 Millionen katapultieren. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ein bisschen knapp dran gewesen. Was sind das überhaupt für Nachrichten? Angola. Zahl der Cholera-Toten steigt weiter drastisch an. Dann Kehl hält Rede vor Parlament in Berlin. Oh, aber es reicht nicht. Gouverneur lässt Plutoniumwerk in New Jersey fallen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Und Südafrika. De Klerk beschuldigt Opposition. Nehmen wir auch rein. Gut, für die 5 Millionen hat es nicht gereicht. Das heißt, wir gucken noch mal. Noch einmal nach Labaget gucken. Oder alternativ irgendwas, wo nur 2,5 Millionen Leute zugucken müssen. TWA ginge im Zweifel auch. Ja, TWA geht auch. Wenn wir morgen Sendegebiet kaufen, dann bleiben wir auf diese Spots mit 2,5 Millionen auch sitzen. Wir nehmen mal TWA mit. Auf jeden Fall schon mal. Und Credit Card nehmen wir auch mit. Und dann, bevor Ihmchen reinkommt, hehehe, nur um ihn zu ärgern, gehen wir nochmal rein. So, ich würde sagen, dann bringen wir jetzt nämlich TWA und um 0 Uhr auch nochmal TWA. Zack. So. Und bringen jetzt TWA und heute Abend nochmal TWA bei Kultur heute. Da haben wir das nämlich auch schon fertig. So, die Dinger können wir verkaufen. Miss Daisy und ihr Chauffeur, der ist ja fast noch aktuell. Echt wenig Leute zugeguckt. Schade, schade. So, Emanuel, da sollen auf jeden Fall morgen 5 Millionen Leute zugucken, damit wir BP dort platzieren können. Ja, nochmal Fettwerbung, Fettnachrichten hier. Und immerhin 1,7 Millionen Leute gucken zu, was uns vor Wohnen am Atomkraftwerk platziert. Ein bisschen Liebe bei Betty, kein Imageverlust. Also neutral, weder Plus noch Minus. Insgesamt sind wir schon bei fast 50%. Leute, das sieht richtig gut aus. Richtig gut. Nee, wunderbar. Ja. BP. Zack, zack. Alien Nation. Da werden morgen auch 5 Millionen zugucken, weil wir holen uns morgen auf jeden Fall noch ein Sendegebiet. Koste es, was es wolle. Wie viel haben da heute zugeguckt? 30%. Uah. Gut, dann gehen wir nochmal auf langsam. Fehlen noch zwei Filme für morgen, die wir da noch kaufen müssen. Okay, die Frage ist, holen wir uns einen Kredit beim Chef und kaufen uns noch ein schönes, fettes Sendegebiet für 250.000? Oder lassen wir es drauf ankommen und hoffen, dass Alien Nation auch so die 5 Millionen knackt? Das ist mal eine spannende Frage. Ja, ich würde sagen, wir holen uns auf jeden Fall einen Kredit vom Chef, denn mit 79.000, da kommen wir mal nicht weit. Oder wir hoffen, dass Alien Nation. Ah, da sind Sie ja endlich, Lömi. Wurde auch Zeit. Naja, alles in allem machen Sie Ihren Job nicht absolut schlecht. Morgen wird der Sammy für selbstprojizierte Shows vergeben. Ich will, dass wir ihn holen. Kümmern Sie sich besser um Ihren Job, Lömi, sonst fliegen Sie. Worauf warten Sie noch? Fangen Sie an! Für Shows produzieren. Ach, das kostet natürlich Geld. Und das Geld haben wir nicht wirklich. So, hier gibt es was von Shows. Robert De Niro, Nominierung für Friedensnobelpreis zurückgezogen. Die nehmen wir doch schon mal. Finanzminister will Besitz von Nilpferd zur Pflicht machen. Demokraten. Finanzminister offenbar verrückt geworden. Das denke ich aber auch, deswegen nehmen wir das auf jeden Fall mal rein.
Was haben wir hier? Allgemeine Zustimmung zur Rede. Na, wollen wir nicht. Ja. Liebe Freunde, ein Liebesbrief von Betty und Alienation muss 5 Millionen schaffen, sonst haben wir hier echt ein Problem. Die Frage ist, ob das funktioniert. Kein Geld für ein Sendegebiet. Wir sollen eine Show produzieren und die morgen bringen, damit wir ein Semi da mal endlich absahen. Alles wirklich Sachen, die nicht so einfach sind. Emanuel 6. Ob da 5 Millionen vor die, ob wir damit 5 Millionen vor die Bildschirme locken können, das ist die Frage. Und die klären wir in der nächsten Folge.